So, und wir holen uns natürlich noch das letzte Medaillon. Muss ich aus dem Fenster ballern? Oh. So, damit haben wir Kampf der Medaillons Teil 4 abgeschlossen. Jetzt fehlt uns noch die Ratten. Jetzt fehlt uns bloß noch die Ratten. Oh, Kinder, hier ist auch noch immer Munition. Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey. So, also hier haben wir schon die Ratten gefunden und hier haben wir noch keine Ratte. Nee, warte mal, hier vorne haben wir noch keine Ratte gefunden, wa? In dem, wo jetzt, wo wir die mit der Granate ausgeschaltet haben. Nee. Okay, gut. Die können wir erstmal hier hinhängen. Ist witzig, dass wir immer noch den Würfel haben. Also diesen Würfelschlüssel. So, damit geht's dort drüben auf. Jetzt wäre die Frage, ist dort die Ratte zu finden? Ne? Leon, hinter dir! Scheiße. Oh nein. Zurück! Bianca, bist du da? Das lief ja mal jetzt richtig scheiße. Los. Lauf! Ach schön, er ist bei mir drin, ja? Toll. Ach, Kacke. Okay, aber er John Wick die Nummer gut durch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich sehe mich schon mit Ashley spielen jetzt. Das wäre ein Spaß, wie das zu werden. No. Ich lauf nicht weg. Bis gleich, Bianca. Wart auf mich, Leon. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Okay, gut. Hier können wir uns anscheinend erstmal eine Lampe schnappen. Ach du Schande. Weg ausleuchten. Ah, okay. Ach du Schande. Ach du Schande. So, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, könnten wir uns nochmal zwei Schätze holen. Wollen wir das machen? Können die hier durchbrechen tatsächlich? Du fragst mich Sachen, du hast keine Waffe, du kannst dich nicht verteidigen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Loot! Loot! Nee, können wir auch nichts machen. Oh, hier vorne vielleicht? Nee. Ach, andere Etage. Hm, okay, gut. Ja, es war wieder ein bisschen gierig. Sie werden mit mir durchjagen. So. Und. Sag mal, C? Nee? Achso, F. Haben wir hier umgelegt. Oh, das ist ein schöner Bisonkopf. Wunderbar. Wasserbüffel. Wunderbar, schön. Oh Gott. Es ist ja arschduster hier, Alter. Cool, hat mich überhaupt nicht erschreckt. Hier ist die Ratte. Du bist schon mal schon kaputt. Okay, die Ratte, ja, Kann ich die Lampe wegpacken? Weil ich denke, wir werden uns bestimmt irgendwie verstecken müssen nachher. Schon wenn ich diese Musik höre. Kurz hier mal das Kabel hier mal wegmachen hier. So. Sorry. Okay, weiter geht's. Ja, definitiv ist da was drin. Eine Uhr? Ist das so außergewöhnlich? So, der Weg zum geheimen Mausoleum. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Ja, das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Wir müssen hier anscheinend irgendwie erstmal wahrscheinlich Zeiger, die Zeiger sind schon da, aber wir müssen eine Uhrzeit einstellen. Die Zeiger sind verstellbar. Ja. Was haben wir denn hier vorne? Ist das 10 vor 11 oder was? Probieren wir mal 10 vor 11. Nichts.
Leider nicht. Okay. Ich möchte ehrlich gesagt nicht zu der Rüstung gehen. Das ist... Können wir denn die Vase kaputt machen? Ich glaube, du hast keinen Gegenstand, womit du irgendwie schlagen kannst oder so, oder? Mit dem Kopf! Jetzt mit dem Kopf kaputt machen. Wir haben noch so ein schönes Stachelarmband. So, und dann sagen wir, bin ich jetzt bescheuert, aber hier ist der einzige Uhrzeiger oder die einzige Uhrzeit, die ich sehe, ist das hier. Aber und was ist denn in der Uhr eigentlich? Also, warte mal, das ist auch nicht 10 vor 11, das ist 10 vor 12. Naja, ohne so wirklich, wa? Schwer sie hier zu sehen, irgendwie. Aber was ist denn das unten dafür für Diamanten an der Uhr? Also bei dem Ziffernblatt. Muss ich die Zeiger da drauf positionieren? Meinst du, das ist so einfach? Wer weiß? So die Frage, ob das überhaupt geht. Ja, wird ja nicht wahrscheinlich. Nee. Okay. Vielleicht müssen wir auch zwei Uhrzeiten einstellen. Oder können wir das spiegeln, können wir die Zeiger quasi nach oben packen. Also sprich auf die 1 und auf die 11. 11. Na, das wäre abstrakt. Also, ja. Okay. So, was... Wir müssen halt jetzt hier irgendwas finden. Irgendwas, was nach Uhrzeit aussieht. Oder uns quasi sagt, wann die Ahnen wieder Hallo sagen. So, kann ich jetzt hier... Das sind keine Diamanten, das sind die Löcher für den Uhrenschlüssel zum Aufziehen. Ja, oder so. Okay. Ja, wir sind halt Digital-Uhrkinder. So, kann man hier irgendwie durchsehen? Sieht man jetzt hier irgendwas? Nee. Muss man hier durch irgendeine Scherbe schauen, um eine Uhrzeit zu sehen? Auch nicht. Sieht man irgendwas oben hier an der Decke? Nee, auch nicht. Du hattest doch so ein Dokument. Stand da irgendwas Interessantes mit einer Uhrzeit drin oder Zahlen oder irgendwas? Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Kann ich die Lampe ausmachen? Kann ich die Lampe ausmachen? Da stand was in mit Dunkel. Achso, okay. Weil das würde tatsächlich jetzt für mich mal Sinn machen, weil wenn ich die Lampe ausmache, dass vielleicht irgendetwas hier zu sehen wäre. So, komme ich denn hier durch? Könnte auch erstmal weiterlaufen. Verstehe. Schön. Aha. Okay. Okay. So, warte. Oh, bitte nicht doch. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Also das wird auf keinen Fall, wird das hier weiter so safe laufen irgendwie. Wir werden definitiv irgendwie gleich von irgendwas verfolgt. Oh Gott, und überall sind diese Laken drüber. Von irgendwas verfolgt werden oder sonst irgendwas. So, gibt's hier irgendwie eine Zahl oder irgendwas? Auch nicht. So, wir sollen ja keine Angst vor der Dunkelheit haben, haben sie gesagt. Haben sie gesagt, haben sie. So, hätte ich jetzt hier wieder zurücklaufen können? Oh, warte mal, was haben wir da? Eine Kiste. Kann ich die öffnen? Nein, hab keinen Schlüssel. Ach. So, aber wenn, würde ich fast vermuten, dass hier irgendwo eine Kombination zu finden ist. Oh Gott. Oh, was haben wir da? Wo ist das?
Aha. Aha. Okay. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Das wäre super. Soll ich die Lampe jetzt da lassen, Benny? Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Obwohl, kommen wir überhaupt denn durch zur Treppe? Ja, kommen wir, ne? Jetzt kommen wir durch. Tatsächlich. Ah, okay. So, gehen wir mal nach oben. Das sieht schon toll aus hier irgendwie. Schlüsselbund. Schlüsselbund finde ich auch mal schön irgendwie. Schlüssel. Scheibenkleister. Kann ich die Lampe auch nicht mehr hinpacken? Oh, da ist er. So, ran an die Truhe. Schlüssel benutzt. So, was könnte denn sein? Probieren wir mal heraus. Der wart nicht. Ah, der wart. Schön. Und? Ein eleganter Parfum-Flakon. Oh, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte. Jetzt hier nicht so eine Hektik. Oh, echt jetzt? Oh, welcher ist es? Na, der! Der ist es! Mal auf das Ding! Schnell! Zackig! So, was war denn jetzt mit der Uhrzeit? Haben wir jetzt einfach eine... Ist das jetzt einfach bloß ein Schatz gewesen? War das bloß ein optionales Ding? Vielleicht. Es muss ja, weil ansonsten würden wir ja nicht weiterkommen, oder? Oder wir kommen nochmal mit Leon zurück. Oder wie, also keine Ahnung. Ah, meinst du? Also ich kann mir fast nicht vorstellen, aber was hätten wir jetzt für eine Uhrzeit eingeben können? Ich habe keinen Indikator gehabt. Außer die kleine Uhr, die da stand. Ja. Und der Hilfetext hat auch nicht so viel gebracht, leider. Ja, nicht so wirklich irgendwie. Wir hätten, das Einzige, was wir hätten machen können, ist nochmal die Lampe dort stehen lassen und nochmal komplett zurückzulaufen. Stimmt. Weil das hätte ja, weil das, was der Text sagte irgendwie. Keine Angst vor der Dunkelheit. Ja, ja. Leon! Ashley! Bist du okay? Halt durch! Ich überleg mir was! So, was überlegen wir uns denn, Schönet? Hier muss anscheinend ein Schild hinein. Wofür ist diese Vertiefung? Notiz des Bibliothekars. Die Insignie. Um diesen gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum. Dorthin, wo diese scheußlichen Rüstungen warten. O gnädiger Gott. Lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber des wahnsinnigen Monsters walten, das Ramon Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinen ewigen treuen Diener Schutz gewähren. Okay. Also, blaues Licht heißt Freund, heißt Sicherheit. So, hier haben wir die Sumpfe jetzt nochmal. Blaues Licht. Schauen wir mal. Oh, hier haben wir eine grüne Schreibmaschine, die werden wir gleich mal kurz benutzen. Tipp, 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 tipp. Zap, 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 zap. Schön. Und ja, schön. Hier bräuchten wir auch wieder diesen Kubus, den wir nicht haben. Oh, das Blood on the Floor. Das ist nicht so geil. So, hier vorne in die Ecke liegt was. Schön. Das war noch einfach. Ein Saphir. Cool.
Tatsächlich konnte man jetzt anhand der Schlösser fast so ein bisschen erkennen, was es war. Ach du Schande. Hastige Notiz. 11.04 Uhr. Das ist schon mal ein Indiz, ne? Ja, ein dezenter Hinweis. Sag bloß. Ist hier mal ein Hebel? Nee. Tja, na dann geben wir das mal ein, ne? Überhaupt nicht gruselige Kuckucksuhr. Yes! Yes! Irgendwo habe ich doch noch so eine Uhr gesehen. Ja, genau. Das, Oh je. Muss mal ausweichen einfach, wa? Würde jetzt mal ins Fecht an. Ach du Scheiße. Ja, nix. Ganz langsam. Kurbel! Kurbel! Zieh Leine. Okay, blaues Licht. Tut einen Scheiß. Tut einen Scheiß. So, jetzt bin ich hier wieder. Wie wenn du die jetzt direkt anmachst? Nicht, oder was? Naja, warte mal. Nicht umsehen! Don't look back in anger. I heard you say. So, nochmal jetzt hier. 11.04 Uhr. Ja. Und sagst du nochmal yes? So, da stand was mit Dunkelheit. Genau, Melli. Richtig. Also sorry, wenn ich heute nicht so richtig auf den Chat wieder eingehen kann, weil es nimmt mich schon hektisch relativ mit hier, das Game. Hey, hey. Oh, ein paar schöne Schwerter. Nimm dir doch ein Schwert mit. Mann. So, Benni, welches würdest du nehmen? Den Degen, aber es ist kein Degen da. Den Degen ist aber auch geil, Alter. Ich nehme das Florett. Okay. Los, 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 los. Push die Bâton. Gott sei Dank. Tschüss. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Jetzt bin ich vor. Oh no. Oh no. Oh no. Wäre auch krass, wenn die jetzt mit dem Fahrstuhl hinterherkommen. So. Was haben wir denn da? Ist ein bisschen Licht. Tja. Was habe ich gerade gesagt? Soll ich durch die Mitte, Benni, oder sollen wir außen lang? Nee, komm, straight durch die Mitte. Auf jeden Fall. YOLO! Ha! Ne? Ne? Wieso passiert doch gar nichts? Ja, weil wir auch nicht durchkommen. Wir müssen erstmal ein paar Sachen finden hier. Ach, das darf doch alles nicht. Hier, spanische Hand. Hatten wir das nicht mit dem Glöckchen ziehen oder irgendwie so? War da nicht was? Hatten wir doch schon mal. So, das war Adler. Ich will nicht mehr. Das hatten wir, glaube ich, nicht, ne? Nee. Was haben wir da? Haben wir das? Verdammt, der hat nicht aufgepasst. Ich glaube, ja. We're coming. Da! Sind Gott sei Dank jetzt nicht. Ich muss mal ernst. Die Schlange war auf jeden Fall mit bei. Ja. Ah, wir müssen so, ja, glaube ich, fast alle. Rücken. Kann das sein? Ah, oh, schnell! Nein! Und es werden immer mehr! Es werden immer mehr! Das ist nicht so gut! Sie wollen nur mein Blut! Ah. Los, lauf! Ja, gut! Sehr schön, Ashley. Lauf weiter, lauf. Ha! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überall noch mehr Rüstung. Was zum? So. Hier ist eine Lampe.
Aha, okay. Mond. Mond. Okay, also hier ist klar, hier muss man wahrscheinlich... Genau, die muss hier hin. Und wahrscheinlich müssen die beiden Mondlampen getauscht werden. Genau. Vollmond gegen Halbmond. Ja. Ah, okay. Es ist so dermaßen übertrieben für eine Insignie. Für eine Insignie. Ist das also wirklich? Mann, du kannst doch auch irgendein Buch zurechtschnippeln und in die Form pressen. Nein, 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 nicht ausgehen. Ah! Schon wieder? Ich hab die Schnauze voll. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, wieso denn Icke mal, wenn nicht? Wieso denn immer Icke? Oh! Einfach rennen, oh! Einfach drauf los. Oh, 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 oh. Seid galant und haltet still, ja? Ich bin dagegen, auch wenn es keinen interessiert. Ich bin dagegen. So, hau Schmapio. Ah! Nein, 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 nein! Oh, Scheibenkleister. So, ich bin mal weg. Oh, Alter. Hier, sucht euch mal eine andere Tafelrunde, ihr Penner. So, die Omi zeigt gleich weiter. Yeah. Scheiße. Der steht blöd. Oh, Scheiße, der hat gesessen. Okay. Der hat leider gesessen. Hören die mich, wenn ich schleiche? Hätte ich schleichen sollen? Ich glaube, das bringt dir nicht viel, oder? Ja, er sieht mich. Okay, man musste bloß irgendwie umlaufen. So, jetzt wird's aber schwierig, weil jetzt wird's duster. So, warte mal, hier muss ich lang. Das ist der Weg. So, und jetzt ab nach da. Nein. Hier. Oh, Kacke. Lasst mich in Ruhe. Ist die Tür wieder zu? Warum ist die Tür zu? Warum ist das hier zu? Warum ist das denn zu? Wo muss ich jetzt hin? Ja, Benny, ich bin offen für Vorschläge. Ja. Tammy? War da noch so ein Durchgang, wo du gerade ausgewichen bist, bei den, wo die beiden standen? Ganz am Anfang? Ja, eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt einfach nicht richtig genommen hat, jetzt irgendwie das E, aber da ist jetzt auch eine Stoffe geploppt, was? Oh, warte mal, was hier? Geh den lang. Geh ich hier lang. Ah, hier, nee, von hier bin ich gekommen. Das wird's nicht gewesen sein. Oder doch? So, schnell rin, den Hirsch. Hängt so tot drin. Die hatten Bock, ja. Auf jeden Fall, Freakshow. So, Hebel. Genau. Schieb die Leiche da runter. Oh. Hey! Hier fang! Kommst du runter? Ich fang dich. Wie denn? Ja, wie denn? Gut. Ach ey, Scheiße. Das ist einer von Salazars Leibwächern in Vertigo. Och man, ich wollte Ashley fangen. Was soll denn das? So, wir haben das Kapitel beendet. Yeah! Nice!
So, da haben wir uns auch erstmal ein Save verdient hier. Jetzt wäre noch tatsächlich mal Frage, ob wir jetzt tatsächlich nochmal zu der Ratte kommen. Weil wir müssten ja auch noch den Auftrag abgeben. Und ja, vor allem den Ratten also beenden. Doch, oder? Meinst du? Ja. Ada. Wir müssen ja auch nochmal an die Dings kommen. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Das ist erstaunlich. Ich habe heute im Internet gelesen, dass die Synchronstimme komplett geflamed worden sein soll von ihr. Also ich weiß jetzt nicht, ob die deutsche oder die chinesische, keine Ahnung. Ich fand es jetzt ja nicht so schlecht irgendwie. Also wenn es denn die deutsche sein sollte. Ja, ich habe es auch gelesen. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Hey, Ada? Ada! Super. Immer noch dieselbe. So, ist natürlich klar, also von von der Synchro ist natürlich scheiße, weil sie natürlich ein R ausspricht, geht halt nicht, ne? Genau. Also voll No-Go, Alter. Hey. So, das ist der Stuff von Ashley. Nein, war natürlich nur ein Scherz, ne? Ja, jetzt könntest du aber, glaube ich, wieder zurück, um, weil wir hatten doch bei dem einen Ding hatten wir doch noch den Cube, den doch Leon nur hat. Genau, da müssten wir jetzt hier quasi in die Tür rein, genau wie bei der Ratte. Na, die war ja auch hier drin. In diesem Abschnitt. So, kurz mal nachladen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich doch hier nochmal ein bisschen was zusammenschrauben konnte. Genau. So, das nehmen wir mal. Das ist gut. Das sieht aber unordentlich bei dir aus. Finde ich auch. Das also. Ist mir auch ein bisschen unangenehm tatsächlich. Ich wusste ja nicht, dass Gäste kommen heute. So, ich sortiere mal ganz schnell, weil es sieht ja hier aus wie bei Hottentotten. Ja, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, also, das ist mir auch sehr unangenehm. Ich hoffe nicht, dass die Leute da schlecht über mich reden. Das war letztens hier auf dem Kanal. Ja, witziger Typ, aber der Koffer, unordentlich wie es auch ging ja nicht. Drück doch einfach mal Alt. Nein, meint nicht. Weiter nicht. Das wird nicht gemacht. So, okay. But at first. Schwupps. Machen wir uns nochmal. Ein bisschen Munition. Genau. Besser. So, schön. Ah, siehst du, hier vorne haben wir noch ein bisschen Munition. Also jetzt sehen wir erstmal durch hier. So, warte. Der nächste Auftrag. Schön. Ungalanter Ritter. Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt, er ist viel stärker als die anderen. Hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Die übernatürliche Bedrohung beseitige im Mausoleum für 8 Spinelle. Oh. Ja, das ist natürlich, das könnte Munition fressen, Benny. Ja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, also wir brauchen ja, wir wollen ja noch diese 30 Stück haben. Wir kriegen jetzt mit den anderen Aufträgen, kommen wir immer noch nicht an die 30 ran. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, die 8 Stück sind schon schön. Wir haben 21. Ja, das würde uns nach vorne bringen. Ja. Das würde uns nach vorne bringen. Ich muss mal ganz kurz gucken, haben wir denn... Nein. Achso, nee, ich wollte gerade sagen, oh, was haben wir hier? 7 Blendgranaten, aber leider nicht. Die sind nur auf der 7. Achso, sag mal, wir konnten doch Blendgranaten herstellen, oder? Ja. Aber nicht mit Schießpulver. Sondern mit dem Stuff hier, mit dem da, genau. Ja, das werden wir auf jeden Fall brauchen, irgendwie. Doch, ist er trotzdem mit Cheeseburger? Hä, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja. So. Nun gut. Düster ist es. Oh, eine Taschenlampe diesmal. Die Taschenlampe.
So, lass uns mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Okay, hier müssen wir nach unten in der Bibliothek. Gibt es auf jeden Fall ein paar Schätze zu holen für uns. Und hier scheint dieser Ritter zu sein, würde ich sagen. Bei diesem Symbol. Okay, könnte ein krasser Ritt werden, Benni. Ja, also, sehr munitionslastiger Ritt. Das machst du, das kriegst du hin. Ah ja, dann ist... Der Aim sitzt doch heute. Ja, nicht. Aber tatsächlich auch eine schöne Passage gewesen hier irgendwie. Hat mir gut gefallen. So, hier war die Ratte, ne? Kommst du her, Meister Splinter. So, und damit haben wir auch die pelzigen Bücherwürmer. Jetzt könnte man natürlich einfach auch sagen, man lässt die anderen stehen. Ne? Und geht einfach nur zu dem Ritter runter. Oh, er ist schon weg, Alter. Er ist schon weg. Oh no. Vorausgesetzt, man kommt überhaupt an den anderen vorbei. Ja, bis jetzt ist ja hier nichts weiter. Also du musst ja, glaube ich, auch geradeaus, oder? Ja, ja, genau. Naja, das Problem ist halt nur, in der Bibliothek sind natürlich ein paar Schätze. Das ist halt die Frage, wollen wir sie uns entgehen lassen, oder... Ja, müssen wir nicht so oder so wieder zurück dann? Oder ist es denn... Nee, wir können ja hier einfach hoch, ne? Also wir können ja genauso hoch gehen, wie wir gekommen sind. Wir können natürlich den Umweg machen, dann sind wir oben da, wo Ashley entführt worden ist. Wo wir eigentlich auch hin müssten, glaube ich noch. Naja, aber dann ist ja die Sache so, dann könnten wir doch jetzt erstmal den Boss legen, wenn wir dann eh weitermachen müssen, wo Ashley ist. Weil dann müssen wir ja eh nochmal hier lang. Okay. Let's do it for America. Ja, ich glaube mal eine Wette machen, mal gucken, ob ich sie diesmal richtig auszahle. Echt jetzt? Oh, nein. Wo haben wir denn hier was Schönes? Ihr seht das eigentlich stecken. Ich spiele die nächsten Bossfight. So. Und meine Stimme geht ganz klar auf. Mann, Benni, wieso? Ich brauche ein paar Coffees wieder. Ich habe zu wenig. Ich habe zu viel gegambelt. Okay, dann warte ich mal ganz kurz noch, bis die Wette abgelaufen ist. Weil, wenn ich jetzt hier nämlich runterfahre, geht es nämlich sofort los. So, dann schaffen Sie gleich die Cutscene. Dann trinke ich noch mal kurz einen beruhigenden Schluck Kaffee. Ja. Wie viel Munition hast du denn eigentlich? Also du hast jetzt alles soweit auch aufmunitioniert, also auch durchgeladen, hoffentlich. Nee. So, ich Sniper noch durchladen. Aber wahrscheinlich wird tatsächlich eher die Red 9 mein bester Freund in Kombination mit den Flashbangs. Aber dazu. Aber es ist doch nur, also es stand doch in dem Ding stand doch jetzt nur drin, dass es doch sich nur um einen handelt, oder? Also jetzt nicht um mehrere, sondern. Ja, nur er ist stärker als alle anderen. Also. Ach so. Meinst du, dass der noch irgendwie noch ein paar Kompagnons dabei hat? Ich würde fast wetten, dass. Ja, das könnte, so Flöten sind fertig, Alter. Ein schönen Laflü gemacht wieder, ja? Schön, was, ein Schinken oder Salami, Melli? Was war denn diesmal? Ach so, deswegen auch das Oregano, ja? Das. Verloren, ne? Naja, das geht ja ohne jetzt nicht. Ohne jetzt nicht. Kannst ja ansonsten, ist da bloß ein Schinkenbaguette. So, ne? Das macht's denn aus, das Gewürz, oder was? Genau, Wette fertig, ja? Wette ist, läuft zwar noch durch, aber du wirst dann, glaube ich, nicht in den ersten 30 Sekunden sterben. Schinken steht hier. Schinkenflötbeste. Schinken? Sehr schön. Back to the 90s, genau. Okay, jetzt du. Ich kenne das alles nicht. Ich muss mir das unbedingt mal raussuchen.